Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird die Defragmentierung von Datenträgern unter Windows 10 beschrieben. Bei der Defragmentierung wird die logische Struktur einer Datenträgerpartition aktualisiert und importiert, um sicherzustellen, dass die Dateien in einer fortlaufenden Folge von Clustern gespeichert werden. Das heißt, während der langen Arbeit mit der Festplatte werden große Dateien an verschiedenen Stellen auf der Festplatte gespeichert, was wiederum das Lesen und Schreiben von Dateien verlangsamt. Mit der Defragmentierung können Sie alle Teile dieser Dateien auf benachbarte Sektoren der Festplatte verschreiben, das heißt die Arbeit und Effizienz Ihres PCs beschleunigen. Sie können Ihre Festplatte defragmentieren, ohne Programme von Drittanbietern zu verwenden. Alles, was benötigt wird, befindet sich bereits im System. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um eine Defragmentierung in Windows 10 durchzuführen. Der erste Weg. Gehen Sie zum Startmenü und klicken Sie auf Systemsteuerung. Wir wählen den Anzeigemodus Large Icons, den Punkt Administration und suchen nach Disk-Optimisation. Standardmäßig enthält Windows 10 eine geplante Optimierung, das heißt Defragmentierung. Durch Klicken auf Parameter ändern können die Details dieser Funktion ansehen und ändern. Das heißt, die geplante Optimierung mit einer Häufigkeit von täglich, wöchentlich oder monatlich aktivieren oder deaktivieren. Drei Läufe hintereinander benachrichtigen oder nicht überspringen, sowie Festplatten auswählen, deren Optimierung Sie nach einem Zeitplan ausführen möchten und die automatische Optimierungsfunktion für neue Laufwerke auswählen oder entfernen. Wir schließen dieses Fenster und können die Festplatten nun manuell optimisieren oder zuerst analysieren, um festzustellen, ob eine Optimierung erforderlich ist. Wählen Sie beispielsweise eine Festplatte aus und klicken Sie auf Analysieren. Nach der Analyse sehen Sie, wie viel Prozent der Festplatte fragmentiert ist. In meinem Fall ist es 0%. Klicken Sie anschließend auf Optimieren und warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Defragmentierung der Festplatte sehr lange dauern kann. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die als Administrator gestartete Festplatte in der Befehlszeile zu defragmentieren. Gehen Sie dazu in das Startmenü und klicken Sie auf Eingabeaufforderung Administrator. Geben Sie als nächstes den Befehl Defrag ein und geben Sie den Laufwerkbuchstaben an, der optimiert werden soll. Dann geben wir die benötigten Parameter ein. Eine Liste der Parameter finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video und drücken Enter. Danach beginnt der Defragmentierungsprozess. Wie gesagt, es kann lange dauern. Nach Abschluss der Defragmentierung sehen wir einen Bericht, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, sowie Informationen zu dem Volume, das wir optimiert haben. Volumegröße, freier Speicherplatz, insgesamt fragmentierter Speicherplatz und maximale Größe des freien Speicherplatzes. Die Fragmentierungsstatistik enthält keine Dateifragmente, die größer als 64 MB sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Kanal. Viel Glück